Liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder einmal bei Mein Weg. Heute habe ich mir eine Gästin eingeladen. Liebe Gudrun, servus. Hallihallo. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne doch. Du sag, hat die Gudrun schon als kleines Kind sich überlegt, ich merke jetzt Schauspielerin oder beziehungsweise Kabarettistin werden? Oder war das eigentlich, haben die Eltern gesagt, sag mal, geht's noch, Madl, mach was gescheit? Das Ding war einfach, glaube ich, ich bin die jüngste von vieren. Und wir sind aber immer mit Musik aufgewachsen, ja. Das heißt, das war schon ein wichtiger Teil. Und ja, ich glaube, als Vierte habe ich dann geschaut, dass ich rechtzeitig immer irgendwie zu meinen Sachen komme und mir die Sachen organisiere. Und es war schon so, dass ich mit 6 Jahren damals mit dem Reisebus, wie man das macht, gell, vom Land nach Wien gefahren bin. Und da habe ich Elisabeth angeschaut. Und das habe ich gesehen und habe gemacht, Wahnsinn. Also das hat mich so gefangen genommen, also eben diese Verbindung mit Musik und mit Schauspiel, mit Geschichte vor allem, ja, dass da Geschichten erzählt werden und das hat mich so beeindruckt und ich habe es dann in Summe noch 3-mal gesehen und auch immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen und es ist so geblieben als Erinnerung. Und dann habe ich ganz normal, wie man es halt so tut am Land, habe ich diese normale Landkarriere gestartet und bin dann dort auch zur Schule gegangen, in ein Gymnasium gegangen und dann war ich 18 und dann hat es geheißen, was machst du jetzt? Und dann war es ja sehr spannend, weil da war es sehr, für mich eine sehr emotionale, also bei mir, die größten Veränderungen passieren bei mir immer durch irgendwie eine emotionale Veränderung, eine große. Und es war damals so, dass zwischen 14 und 18, da war es echt spannend, da sind auch meine Schwestern und alle ausgezogen gewesen und ich war dann allein daheim und beide meiner Großmütter hatten damals einen Schlaganfall und meine Eltern haben sie betreut und zwar in ihren Häusern, also in den Häusern der Großmütter. Das heißt, die müssen herumfahren, ne? Genau, die sind dann gefahren und so und ich habe dann auch wirklich ab 14 eigentlich, war ich sehr, sehr, also von einem auf den anderen Tag von einer Großfamilie sehr auf mich selbst reduziert und habe mich da durch die Pubertät geschlagen und haben wir nicht leicht da, muss ich wirklich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Und dann war es so, dass ich aber dort natürlich, also ich bin ja sehr willensstark, habe immer einen eigenen Schädel oder ich bin sehr eigensinnig. Und dort bin ich dann einfach gemacht, nein, jetzt, was will ich machen? Was will ich eigentlich machen? Was will ich mit meinem Leben machen? Was hole ich mir da raus? Und habe da aber dann sehr, wirklich, definitiv sehr große Kämpfe mit meinen Eltern gehabt. Die waren auch natürlich mit ihrer Lebenssituation beschäftigt. Und irgendwann habe ich dann einmal gesagt, mir ist wurscht, ich mache jetzt das, was ich will. Mach sie, was ich will, jetzt und ich mache, genau, was ich will. Und ich habe dann gesagt, ich habe dann noch Matura gehabt. Also dieses ganze Ding hat mich dann schon so mitgenommen, mehr oder weniger, dass ich dann auch meinen Abschluss nicht wirklich gut machen habe können. Und dann war noch Matura und gemacht, eigentlich würde ich gerne Latein studieren gehen. Und dann war es aber so, dass ich gewusst habe, wenn ich jetzt noch ein Semester daheim bin, die Eltern haben gesagt, also einfach so einmal schön, ja, geht jetzt nicht, da muss schon gearbeitet werden. Und im Zuge dieses Erwachsenwerdens habe ich dann gesagt, so, wenn ich also quasi alle Möglichkeiten habe zum einen und zum anderen auf mich allein gestellt bin, mache ich das, was ich will. Und das ist Musical. Und natürlich, ist einmal nicht so ernst genommen worden, dieser Wunsch, vor allem irgendwie als Mädel vom Land. Und, ja, und auch natürlich, ich war klein, ich war dicklich, ich habe immer einen Wöhn gehabt, ich habe immer gewusst, wo ich hin will. Aber es war einfach so, dass es nicht mir quasi auf den Leib geschaut. Ich war nicht die grazile Prinzessin, den ganzen Tag nur singt, sondern ich war die einfach gesportelt hat ins Freibad. Also ich war einfach unterwegs, ja. Und dann habe ich Schritt für Schritt das einfach angefangen umzusetzen und habe mit einer Privatausbildung in Graz angefangen und bin dann 2001 zur Aufnahmeprüfung nach Wien ans Konservatorium der Stadt Wien und habe das Glück gehabt, dass es einen Platz für mich gegeben hat. Ja. Und dann ging es los und dann mit ging's der großen los. Karriere. Ja, und dann war wirklich eine Welt da, die ich mir nicht einmal vorstellen habe können. Also ich hätte mir erstens einmal, also es klingt so komisch, aber es ist dann schon so simpel, so eine große Stadt und ganz anders, sage ich jetzt einmal, als Graz. Also natürlich bin ich nicht ein super Landei, aber Graz verhaltet sich anders. Graz ist einfach anders, es nutzt nichts. Ist kleiner, es ist gemütlicher, es ist familiärer, ja, genau. Es ist liebevoller. Ja. Und in Wien, also ja,
wenn du nicht schaust, bist du hin. Also genau, so geht's einmal. Taktik und GWB-BD und ja, genau. Das interessiert mich nicht. Genau, also ich war zwar auch immer sehr höflich, aber also ich habe mir das Gott sei Dank hoffentlich weitenteils behalten, aber das zählt halt nicht wirklich. Ja, also, nein, also ist das ist nicht so, wie wenn du in Graz gehst, Christi, dass einer zurückkriegst oder bei uns ist, Christi, was willst du? Ja, der will irgendwas. Was willst du ja? Warum gehst du ja? Ist der wahnsinnig? Es ist wirklich eine andere Lebensqualität, muss man wirklich sagen. Und für mich ist da eben, dann ist die Stadt neu gewesen, es war das Studium neu, ich war konfrontiert mit allem, was ich nicht kann. Das war total super, muss ich sagen. Weil natürlich die ersten, wie immer, wenn du wohin kommst und dann so redest, wie du redest, ist halt, stehst du mal auf der Schippe, ja. Ja, dass du halt dann jetzt machst eine Ausbildung und kannst gar nicht gescheit schön reden. Jetzt lernst du mal schön sprechen, ja, und dann reden wir weiter, nicht? Genau. Schauen wir mal. Genau, und so war das einfach. Und ich, aber nachdem ich eigensinnig und stur bin, habe ich mir gedacht, ja, ich ist mir wurscht jetzt, ich mache schon mein Ding. Und ja, im Endeffekt bin ich froh, dass mich dann mein Sturschädel und mein Eigensinn dann an solchen Wendepunkten schon immer noch vorne pusht. Also es ist ja die Möglichkeit, du kannst da jetzt weitergehen und kannst genau zurückgehen und sagen, genau. Nein, also du, und es ist dann schon so, Gott sei Dank, dass ich wie Pippi Langstrumpf einfach mir nichts dabei denke und mutig auf diese Dinge zugehen kann. Und das ist ein Riesen, also das ist wirklich was unglaublich Schönes. Das, ja. Das eröffnet mir Möglichkeiten und natürlich nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen, in die ich einwachsen muss. Aber ja, es führt mich zu einem sehr erfüllten Leben. Ja, nein, das kann ich mitfühlen, weil mir geht es so ähnlich, so nach dem Motto, das ist ja, doch, das geht. Das mache ich jetzt. Ja. Was? Ende? Was soll passieren? Mehr scheitern kann ich nicht. Ja, das stimmt. Und das war es. Und ich bin am Ende vom Tag für mich selber verantwortlich, beziehungsweise genau. Mit Leuten, mit denen ich mich commit oder wo ich sage, also, dass ich eine offene, ehrliche Kommunikation habe und das ist einfach wichtig. Gelingt einmal besser, einmal schlechter, wie das Leben halt so ist. Das einfach, ist einfach ja. So. Du hast dann beim Konservatorium angefangen. Mhm. Was hast du da als erstes rollenmäßig? Da hast du schon was machen dürfen? Oder hat es zuerst einmal geheißen, nein, nur Konservatorium, die ersten zwei Jahre nicht, so wie an manche? Nein, habt ihr schon dürfen? Wir haben schon dürfen. Also was wir noch nicht durften, ist ein externes Engagement annehmen. Okay. Aber wir haben intern Produktionen gemacht und da sind wir eigentlich echt, ich habe das Glück gehabt, dass mir die super Rollen zugeflogen sind, weil ich war mit sehr vielen jungen, attraktiven Mädchen und ich war dann doch eher im Charakterfach schon relativ früh zu finden und habe dann entweder die Mutter gespielt oder die Geliebte oder was weiß ich. Also ich bin dann da sehr früh schon sehr alt. Ja, und sehr alt besetzt worden. Und habe aber unter anderem die Rösselwirtin gespielt oder ich bin Company, habe ich die Joanne gespielt, die Alkoholikerin. Eigentlich war also schon eben Charakterfach, nicht was du sagst, ich brauche nur schön und sein und lieb singen. Das war es nicht und da war ich schon gefordert im Rollenstudium. Und im ersten Jahr habe ich eine gespielt, die in die Gospel-Richtung gegangen ist und so. Also es hat mich auch unterstützt beim Singen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Ausbildung sehr viel lernen habe können, muss ich echt sagen. Und Operette hat sich aufgetan und hat mir total Spaß gemacht und und auch viel lustige Rollen. Also schon damals war es so, dass ich dann in City of Angels habe ich zum einen die Laura Kingsley gespielt, die eine totale Sexbombe war, die alle um einen Finger gewickelt hat. Und in der Nebenrolle habe ich dann eine Masseurin gespielt, die alle ausgehorcht hat und so. Also da habe ich ganz viel mitnehmen können und lernen können. Und das, also von dem bin ich auch gekommen und für mich, ich habe gar nicht fassen können, wie groß diese Welt sein kann. Ja. Ja. Wie hast du dich auf diese Rollen vorbereitet? Weil ich meine, ich kenne zum Beispiel ein paar Schauspieler jetzt vom Film her, der sagt, er setzt jetzt zusammen wirklich mit solchen Leuten und schaut einmal, wie funktioniert das bei denen. Der macht halt einen Masseur einmal eine Zeit lang und schaut, und so funktioniert das und lässt sich von denen erklären oder habt ihr euch müssen das alles selber erarbeiten? Nein, uns ist schon geholfen worden, aber es geht auch, glaube ich, jeder Mensch anders dran an die Geschichte. Und für mich ist es schon so, dass ich versuche mich einfach in diesen Charakter zu versetzen oder in diese Rolle. Ein Masseur ist natürlich, das ist viel mehr, geht viel mehr über den Körper. Also der ist nicht, also ich schaue halt, was stelle ich mir vor unter dieser Rolle. Und jede Rolle hat eine andere Gegebenheit. Wie bin ich eine Sexbombe? Muss ich dann schön sein oder hat es was mit Raffinesse zu tun ein wenig? Ja? Also was kann ich in mir herstellen, damit ich diese Rolle bedienen kann? Ja? Und
Also so bin ich immer dran gegangen und ich habe schon immer was gefunden oder auch nach wie vor. Ich find immer was, ich spiele bei Märchensommer Niederösterreich, da habe ich letztes Jahr ein Einhorn gespielt, wo ich mich gefreut habe, wie ein Hutschpferd eben auch, weil ich gedacht habe, ich wäre nie als Einhorn besetzt worden, nie. Ja, ja. Und wenn ich dann die Möglichkeit kriege, natürlich schaue ich, dass ich dann die ganze Regenbogenpalette abgreife, wann bin ich Prinzessin und wann bin ich übermütig und wann bin ich Pippi Langstrumpf, dass ich halt alles, was da so an Sehnsüchten und Träumen da ist, das bocke ich dann. Ja. Ja. Na, das ist aber sicher nicht so einfach. Also da Hut ab, das kann nicht jeder so locker. Ihr habt es dann, aber du hast ja dann irgendwann einmal Kabarett auch angegangen. Ja genau, ihr ist schon richtig. Also das Ding ist, ich wollte immer in der Gruppe sein und in der Gruppe spielen, das war mir wichtig. Ist mir auch so, ich habe einfach so eine Gaude. Also es wurde ein Dialog. Macht mehr oder Spaß, ja, zu zweit oder es zu macht einfach viel mehr Spaß, weil da auch Unvorhergesehenes passiert und so. Also es ist einfach, ich finde das einfach immer lustig. Es erheitert mich eben auch. Ja. Und das ist eine gute Wechselwirkung. Das heißt, wir, das sind die Kernhöllamazonen, schauen, dass wir das Publikum erheitern und das kriegen wir halt zurück. Und damals war es so, dass ich im Studium eben diese super Rollen alle spielen habe können. Und wenn ich zu Vorsingen gegangen bin, hat es aber nie eine Rolle gegeben, weil ich eigentlich zu jung war für das, was ich gelernt habe. Und aber auch zu wenig Grazil für die Titelheldin oder zu wenig Prinzessin für, also es war halt, ich habe da nicht gepasst. Ich glaube, jetzt wäre es anders. Ja. Wirklich, jetzt habe ich das Alter von diesen Rollen. Aber damals, ich habe ja eben ein Studium gemacht, damit ich davon leben kann und wollte nicht noch 15 Jahre warten genau. Und in der Zwischenzeit was anderes machen. Ich bleibe dabei, schauen wir mal, was da kommt. Ja, und dann war es naheliegend, dass ich dass ich quasi mit dem, was ich gelernt habe, mit diesem Musical-Studium, dass ich was auf die Beine stelle. Und ich war damals mit zwei Freundinnen, mit der Traudi und der Michi damals, wo wir gesagt haben, wir machen da jetzt was und wir machen musikalisches Unterhaltungstheater. Und wir haben die Caro damals gefragt, weil ich sie vom Studium gekannt habe, ob sie uns die Choreografien macht und so. Und so haben wir angefangen. Und da, so ist es dann, hat es angefangen zum Wachsen und es war dann relativ schnell. Es ist dann sehr schnell gewachsen, weil das, da wir eine Nische bedient haben, so quasi musikalisches Unterhaltungstheater auf Tour und nur Frauen und lustig. Und meine damalige Kollegin, die Traude, der ist das dann, das war ja dann gleich zu viel. Sie wollte eigentlich nur Geburtstagsfeiern singen, das war alles zu anstrengend. Das ist nicht gegangen. Und die Caro war bereit und hat gesagt, ich steige ein und wir rocken das Schiff und von dort weg haben wir dann einfach das getan, immer wieder mit unterschiedlichen Herausforderungen und ja, haben immer, ich glaube, immer geschafft, nicht immer gut, aber wir haben versucht, das, was rauszuholen ist für jede von uns und auch gemeinsam, dass wir das einfach gemacht haben. Ja. Sag, wenn jetzt einer der Jungen sich überlegt, Kabarettist zu werden, Kabarettistin zu werden, was für Ratschläge würdest du ihnen geben? Auf jeden Fall, es ist lustig. Ich habe vor kurzem eben zwei junge Mädels begleitet. Und worauf es für mich dort immer hinausläuft, erstens einmal muss man akzeptieren, dass es ein Weg ist. Ja? Also ich fange wo an und ich gehe wohin und ich darf mich entwickeln. Mhm. Ja? Ich muss nicht total grandios und super sein. Also das ist halt, was mir wichtig ist, weil ja, wenn einer ein super erstes Programm ausschießt, hat er den Druck, dass das zweite genauso super sein muss. Wenn, der Falco gehabt, das Problem. Ne? Ja, genau. Also, und das ist, also, es ist wurscht, von welcher Seite du kommst. Genau. Wenn du dann nicht so gut bist, dann hast du halt nicht so schnell so viel Leid, dann wächst du halt rein. Aber es ist, also wurscht, wie es kommt und man muss irgendwie schauen, dass man sich da durchschlägt. Und wenn ich mit jungen Frauen zu tun habe, weil jetzt habe ich zwei eben gerade gehabt und die mich gefragt, was ich ihnen sage und was ich finde, was wichtig ist, ist, dass du dich mental einmal total gut aufstößt. Also das, finde ich, ist das Wichtigste in meinen Augen, weil die Neider und die Kritiker sind immer da. Natürlich. Und wenn du da schwach beseitigt bist, beziehungsweise wenn dein Herz da zu offen steht, dann drängt dich das zurück. Und ich finde dann die laut sind immer, die sind nicht immer die Besten. Und die schießen dann Fiere und die eigentlich ganz was Besonderes haben und ganz eben ganz was anderes, was all die anderen Lauten haben, ja, die werden dann immer zurückgedrängt und gerade da finde ich, ist es wichtig, dass man die bestärkt und sagt, du, vielleicht dauert es länger oder vielleicht
kommen Schwierigkeiten, aber vertrau dir selbst, glaub an dich und wenn du Hilfe brauchst, schau, dass du dort die Hilfe holst bei den Leuten, die wohlwollend dir gegenüber sind. Es gibt die, Menschen, die wohlwollend sind und die auch gut irgendwie weitertragen können. Mhm, ja. Und wenn du halt immer nur die Kritiker hörst, also so wie wir aufgewachsen sind, Fehlerkultur, also leider. Das bringt dir ehrlich gesagt nur, also du bist anders schneller, also du bist super, wenn du siehst, oh, da habe ich quasi noch einen Schwachpunkt und die zweite Frage sollte schon sein, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich da weitergehen? Was kann ich da lernen? Wie kann ich da drüber kommen? Und nicht am Schwachpunkt drauf herumreiten und dann noch 10 Messer einstecken und so weiter. Das bringt alles nichts. Da hängt man sich auf und man verliert sie und es ist niemandem geholfen dabei. Machst du jetzt noch Kabarett oder machst du nicht was anderes auch noch nebenbei? Ich mache ganz viele Sachen. Also jetzt ist gerade verrückt wieder eben auch so, weil ich gedacht habe, wie bin ich da gelandet? Nein, wirklich. Ja, wie bist du auch dort gelandet? Wie bin ich dort gelandet? Also wenn ich darüber nachdenke, weiß ich schon, was ich dazu beitragen habe, dass ich da gelandet bin. Aber es war wieder einmal ein sehr emotionaler Moment, der mich dahin gebracht hat. Und mein Leben war vor 5 Jahren schon in Bahnen gelenkt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Also alles, wie man es halt so abarbeitet auf der richtigen To-Do-Liste. ich war verheiratet, es war der Mann, mit dem ich Familie haben wollte. Es waren die Kernlamationen, die alles super funktionieren. Also es war alles super. Alles super. Und dann kam der Tag, wo sich das Blatt gewendet hat und ich natürlich im Nachhinein dann drauf gekommen bin, wie es zu dem gekommen ist, aber an dem Punkt, wo sich das Blatt gewendet hat, war einfach so, dass mehr oder weniger von heute auf morgen der Mann weg war und ich habe einen Sohn und ich war gefordert, in ein ganz neues System zu gehen, das überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat, weil ich war noch bei Vater, Mutter, Kind und noch bei nichts anderem. Es war nicht Mutter, Kind, es ist den Vater gibt es und er ist wunderbar im Leben meines Sohnes, aber er ist nicht mehr, also ich war nicht mehr in seinem Leben und ich musste lernen, das zu akzeptieren, also ganz klar. Für mich gab es zu dem Zeitpunkt aber das gar nicht. Also das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ja. Bloß dann ist, es war eine super Zeit, bloß dann ist quasi Corona gekommen und die Caro Dancing Stars gemacht und also quasi ich wusste, ich muss umziehen, also ist kein Lebensbereich und ist kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Alles hat sich umgedreht und ich habe eigentlich wie eine Ertrinkende nur noch Strohhalmen gesucht, die mich über Wasser halten. Und in dieser Suche oder auf dieser Suche habe ich dann, ich bin seit 20 Jahren sehr viel, was eben mentale Gesundheit und psychische Gesundheit betrifft, da sehr viel am Weg und schaue mir immer alles an, weil das finde ich so spannend und wirklich von der schamanischen Trommelreise angefangen, über irgendwelche Gesprächstherapien, über eben in den letzten 3, 4 Jahren habe ich eine Traumatherapie gemacht, weil es dann trotzdem irgendwie zwickt und hängt und eben dann stehe ich vor den Trümmern meines Lebens, das ich mir gebaut habe und es ist eigentlich ganz anders, als ich mir gedacht habe und weiß mir Gott sei Dank Hilfe zu holen. Und habe auch viele Freunde und ein großes Freundesnetz. Aber jedenfalls, im Zuge dessen habe ich 2 Ausbildungen gemacht, eine Coaching-Ausbildung und eine Trainer-Ausbildung, um mit so Extremsituationen lernen, umzugehen. Ja. Ja, weil das ist, für das ist man nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also keiner kommt so auf die Welt und dann fängt irgendwo ein Krieg an und das weiß keiner, wie man sich verhält und wie es ihm geht und was sie tut. Und irgendwie, also das ist eben die Extremsituation. Du weißt nicht, was das Leben dann auf einmal vor die Tür spült. Und in meinem Fall, konnte ich mir das nicht einmal irgendwie erahnen und habe mir Hilfe geholt, habe 2 Ausbildungen gemacht und Gott sei Dank abgeschlossen. Und jetzt ist ein Punkt da, wo alle Bereiche wieder völlig am Blühen sind und die Kernelamationen weiter bestehen, auch wenn die Caro diese Karriere macht. Und das bedarf halt aber auch schon sehr viel, wie soll man sagen, das ist nicht einfach so, da ist schon viel Arbeit dahinter, weil natürlich ist es, also es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, das macht nichts mit mir. Natürlich ist es schräg, wenn,
wenn du von heute auf morgen, also wenn so quasi der Fokus ganz woanders hinrückt und du von heute auf morgen nicht gesehen bist oder nicht damit oder konfrontiert nicht so gesehen bist. Ja, oder du wirst halt, also es ist nicht mehr so, dass du ganz klar, dass du erste Reihe tanzt oder gemeinsam erste Reihe tanzt, sondern du bist auf einmal auf eine Position gerutscht, wo du auch vorher nicht warst. Ja. Also, weißt du nicht, wie es dort ist? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es dort ist. Und das kommen, und ich muss auch immer sagen, natürlich kommen da Gefühle. Jeder, der immer sagt, das ist alles easy. Natürlich bist du konfrontiert mit Neid, mit deinem eigenen Neid, mit deiner Eifersucht. Und da kann man schon sagen, ich wäre gern lieber. Aber diese Gefühle, die hat ja jeder Mensch. Ja? Und ich kann dann hergehen und die auf die Seiten schirmen. Oder ich kann hingehen und sagen, was will man das jetzt sagen? Oder was ist jetzt dran? Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, also für mich gefühlt waren da vor 5 Jahren, aber keiner hat es absichtlich gemacht. Ja. Aber da waren so viele Kränkungen und Enttäuschungen für mich auf einmal, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin jeden Tag aufgestanden und gemacht, wirklich, ich sage es jetzt so, wie ich es mir denke, wie viel Scheiße kann es auf mein Haupt noch regnen? Mhm. Und so habe ich es gefühlt und mit dem Dranbleiben und mit dem eben mit Therapeuten die Sachen anzuschauen, denke ich mir, ja, es ist halt immer nur trotz allem eine Frage der Betrachtung. Ich wollte gerade sagen, wie geht man um damit? Ja, wie geht man um damit? Geht man einfach in sich und sagt dann, oh, ich armer Tropf, ich. Oder sagt man, okay, gut, ja, ist passiert, aber. Ja, und ich finde aber, was ich wirklich wichtig finde, ist, weil das habe ich immer gemacht, ich bin kein Opfer. Genau, ich bin kein Opfer. Nur die Geschichte ist, was sehr wohl ist, wo ich lange im Fokus nicht gehabt habe, ist, dass ich diesen Gefühlen, die da kommen und die halt nicht schön sind, dass ich denen keinen Raum gegeben habe. Mhm. Und diese Gefühle haben sich dann aber ganz gemein und boshaft von hinten links wirklich Vierer gestrichen. Ja, die kommen dann und sie äußern sich, finde ich, in Stimmungen, die nicht mehr klar zuzuweisen sind. Und was ich gelernt habe, ist einfach das, dass ich merke, oh, jetzt habe ich ein Gefühl und es darf durchaus Neid sein. Und wenn ich sage, ja, ich bin jetzt neidisch und wenn ich quasi diesem Gefühl Anerkennung gebe und sage, das ist jetzt einmal in Ordnung, dann geht es auch wieder weg. Aber was ich halt auch lange gemacht habe, ist, dass ich diesen bösen Gefühlen einfach, dass ich sage, das tut man nicht und das darf man nicht und ich bin ein besser Mensch und ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich so fühle. Und ich habe mich eigentlich noch kleiner gemacht dadurch, weil ich mir das nicht zugestanden habe. Und dort liegt es eigentlich drin. Also, dass man jeder Mensch alle Gefühle hat und halt in unterschiedlichen Dimensionen. Mhm. Und genau, und da gilt es halt einfach darauf zu achten, wie ich mich selber eigentlich da durchcoache. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das kann man halt lernen. Und da muss man auch dafür offen sein, um es zu lernen. Naja, ich sage, also ich habe gar keine andere Wahl gehabt, sage ich mal. Ja, nein, aber ich kenne Leute, du kannst das noch 100 Mal sagen, bitte mach das, tu es mal. Der wird sagen, nein, mache ich nicht, weil das ist ja alles ein Blödsinn. Und das muss die eigene Bereitschaft sein. Das muss man sagen. Das ist ja das, was ich meine. Du musst dazu bereit sein und sagen, okay, gut, schauen wir das jetzt einmal an, rufen wir das jetzt einmal an. Vielleicht hilft es mir ja doch was. Ja, genau. Und bringt mir was. Genau. Und ist nicht nur negativ besetzt. Nein. Zukunft, wie schaut es da aus? Was sind jetzt so ungefähr die dass das nicht so sein wird, wissen wir eh alle miteinander. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal da sitze. Also was ich jetzt wirklich gesehen habe für die Zukunft, ist einmal das, dass ich jetzt an einem Punkt bin, es gibt die Kernel-Amazonen. Ich bin gerade, also ich habe lange überlegt, wohin geht es, wie geht es wohin. Und jetzt ist definitiv so, dass ich eine neue Marke etabliere, und zwar das ist die Steirische Eichin. Mhm. Ja. Das heißt, es wird ein Solo? Es wird auch ein Solo, es wird mich immer wieder Solo geben, aber es ist nicht klassisch so, dass ein Kabarettabend, ich weiß auch noch nicht, wann er stattfindet, ich weiß, die Steirische Eichin ist meine Dachmarke für meine Kreativprojekte, ich bin Liedtexterin von Märchensommer Niederösterreich, ich ziehe jetzt gerade bildende Schnitzeljagden mit 2 Freundinnen auf, das ist die Bahö-Faktur, ich spiele Kindertheater mit einem Freund, verstärkt zu Weihnachten. Und da gibt es ganz viele künstlerische Projekte, die unter der Dachmarke die Steirische Eichin geführt werden. Und die Steirische Eichin steht auch für psychische und geistige Gesundheit. Ja? Also das ist mir auch alles immer wichtig. Und dazu, damit man es dann quasi noch klarer kriegt, gibt es die Gudrun Nikodem Eichenhardt.
ja, die sich jetzt im Business-Coaching-Bereich aufstellt. Ja. Aber hauptsächlich jetzt einmal begleite ich meine Gesangsschülerinnen. Also ich habe mittlerweile 8 und ich habe auch eben junge Frauen, die irgendwie kommen und sagen, du, wie stelle ich mich auf? Also das ist gerade mein Schwerpunkt. Wo es hingeht, weiß ich nicht. Weil Ideen habe ich immer so viel. Und ich würde gerne Musiktherapie studieren. Ich weiß nicht, was soll ich machen. Ja. Aber der Tag hat halt 24 Stunden und ich bemühe mich, ja, das dran zu nehmen, was gerade dran ist. Ja. Für die Steirische Eichen, gibt es da eine Homepage? Ja, ich sage jetzt gerade, ich sitze seit 2-3 Monaten mit der Steirischen Eichen dran und es gibt sie, es gibt die Domains und alles, aber das Ganze, was da im Hintergrund ist, ja, wer mir das da jetzt befüllt, wann ich Zeit habe für die Inhalte und die Fashion-Fotos, also ich bin dran, ich setze mir immer wieder einen neuen Startpunkt. Es war jetzt April, dass ich gesagt habe, das geht aus, jetzt ist ja April wieder nicht ausgegangen, aber es ist definitiv Erscheinungsdatum für die Steirische Eichen 2024. Also das ist klar, weil sonst nein, wirklich sonst nein, das geht nicht. Also 2024 ist die Steirische Eichen plus Gudrun Nikodem Eichenhardt mit dem Coaching, dass man beides einfach, dass beides sichtbar wird. Ja? Also liebes Publikum, dann schaut es immer wieder in Google, schaut es, ob es die Steirische Eichen schon irgendwo findet. Klickt es an und dann schaut es euch alles an. Liebe Gudrun, herzlichen Dank fürs Kommen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und viel Erfolg und toi, toi, toi weiterhin.